Suppen Link und Kümmel Paul vereint! View! Genau! Hm? Das waren die beiden Fäuste, die zusammentreffen von Merfolk ja, und Blauer Spube. Genau, wir machen ein Once-Per-Duel-Duell, wo jeder nur Karten spielen darf, die Once-Per-Duel sind. Du warst ein bisschen spät mit deiner Faust, nochmal. Okay. Hast du Faust ausgewählt? Ich weiß es nicht. Ich hab das ganz rechts ausgewählt. Okay, nochmal. Suppenlink und Kümmelpaul, vereint! Yay! Perfekt. Nein! Aha! Genau, also ich glaube, also wir beide glauben, dass das absolut schrecklich wird. Ja. Aber, ja, nix aber. Wir glauben, dass es schrecklich wird. Also ich habe... Oh, eine gute Karte. Ich habe zwei Win-Conditions. Ich hatte die Wahl, ob ich auf die Win-Condition gehe oder auf die. Und ich habe mich auf so eine, also ich habe mich bei allen Karten herauskristallisiert, was es für Win-Conditions gibt. Und ich habe mich halt für die eine von den beiden entschieden. Aha. Mhm. Win Conditions in dem Deck? Also ich glaube, ich weiß, welche du meinst. Es gibt an sich zwei. Ja. Naja, okay, es gibt drei. Es gibt drei, streng genommen. Okay, interessant. Ich finde es interessant, dass du nicht alle Karten ins Extra-Deck gepackt hast. Oh, ja, ich glaube, irgendeine konnte man nicht beschwören. Ja, das Link-Monster. Ja, deswegen habe ich es nicht drin. Ich habe es trotzdem reingesetzt. Ach so. Ah, okay. Ich beschwöre den Tazuke Knight. Oh nein. Wenn ich jetzt wüsste, was für Monster mit Death es gab. Ach, das gab doch. Ich hab mir das Deck nicht nochmal vorher angeschaut. Es gab relativ viele mit 2000 Death oder ähnlichem. Aber der hat bestimmt nicht 2000 Death Angriff. Nee, hat er auch nicht. Er hat 1800. Verdammt. Die elektromagnetische Schildkröte. Scheiße. Was kannst du nochmal? Ach, das ist ja doof. Tazuke Knight! Als ob. Ja, ne? Ja, ne? und jetzt? Müssen wir mal schauen, ne? Ah, das war der. Oh, ich glaube, die ist ganz gut. Ja. Blackwing, Steam the Cloak. Und weißt du, was ich noch dazu aktiviere? The Seal of Orichalcus. Ja, das war klar, wer die Karte zuerst zieht, hat auf jeden Fall einen immensen Vorteil. Oh, Junge. Und dann zerstöre ich deinen Tazuke Knight mit meinem Tazuke Knight. Nein! Ja. Let's go. Das ist ja jetzt doof. Jetzt kannst du nur noch meinen Tazuke Knight mit 2201 Punkten angreifen. Das Gute ist, ich hab was gegen das Siegel von Orichalcus. Ich muss nur ziehen. Aha. Interessant. Ja. Wie viele Sterne hatte der? 12! Okay. Okay, du hast dich also für die Synchro-Monster-Win-Condition entschieden. Was heißt für die Win-Condition entschieden? Naja, wenn man den beschwört, ist es relativ safe, dass man gewinnt. Der ist halt nur schwer zu beschwören. Joa, das kriegen wir schon irgendwie hin. Den guten, wo ist er denn? Assault Blackwing, Onimaru, The Divine Thunder. Und der Armored Kappa ist auch noch eine Win-Condition, weil er theoretisch relativ viel ATK bekommen kann, wenn man ihn gut beschützt. Armored Kappa? Achso, das war das Xyz Monster. Genau. Wollen wir schnell vom Discard hier erzählen? Naja, kommt auf 2400, das ist nicht so viel. Das ist im Vergleich in diesem Format hier gut. Die Sache ist, du darfst jetzt, Nee, stimmt, du hättest davor keine Monster von. Alle spezialbeschworenen Monster wären zerstört geworden durch dein Siegel. Aber insgesamt auch You Cannot Special Summon Monsters from the Extra Deck. Achso, ja gut, okay. Ja, dann mach mal was. So viele Möglichkeiten hast du ja, nicht. Ja, doch. Ich muss kurz überlegen, was schlauer ist, weil ich habe zwei Möglichkeiten. Okay. Warte ganz kurz. Ah, ich glaube. Ich glaube, der ist der Beste. Sephiroth der Elite. Nervt mich, dass du kannst aber nur einen Siegel von Orichalcus pro Duell aktivieren. Ja. Ha, Schinkenritter. Oh nein, nicht der Schinkenritter. Oh nein. Und direkter Angriff. Oh nein. Nein, ich will nichts aktivieren im Friedhof. Lass mich. Kannst du den Angriff annullieren? Ja, und du überlegst dir doch mal. Okay, jetzt pass mal gut auf hier. Activate!
Okay. Boom! Ja, ja, das ist schon mal nice. Weil ich keinen anderen Monster kontrolliere, hat der 2200 Angriffspunkte. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, ne? Denke ich auch. Zieh dich. Nein! Oh, doch! Und dann gehe ich in die Endphase. Keine Norme summon. Nö, dann hat er ja weniger Angriff. Na, true, true, true. Ah, mit dem kriegt man das, alles klar. Okay, 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 okay. So, ich muss halt den richtigen Moment abpassen dafür, ne? Für was? Ah. Benutzt mal den Effekt von Sephiroth Delete und nehmt dann Siegel von eure Kalkos wieder auf die Hand. Aber dann kann ich es ja nicht mehr aktivieren. Ja, richtig. Aber dann könnte ich wieder Monster vom Extra Deck Special sammeln. Deswegen, da muss ich halt das richtige Timing für finden, weißt du? Ach so. Aber ich glaube, als erstes beschwöre ich jetzt ein Monster, was sogar zwei Monster als Tribut anbietet. Ja, das war die zweite Wind Condition, die es auch noch gibt. Und dann kriege ich noch ein cooles Token. Cool. Oh, kann man sich. Nee, Token kann man sich nicht auf die Hand nehmen. Das geben, das würde nicht funktionieren. Nee, das geht nicht. Dann könnte natürlich den jetzt wieder. Boah, ich glaube. Ich glaube, ich mache das. Weißt du, was nämlich jetzt passiert? Nein, was denn? Ich gebe mir das Sieger und Orikalkos auf die Hand. Aber jetzt kannst du es ja nicht mehr aktivieren. Jetzt hat er ja weniger Angriff. Hä, hey, warum kann ich das nicht beschwören? Weil du das nur einmal pro Duell aktivieren kannst. Nein, warum kann ich meinen Monster nicht beschwören? Ein Tuner plus Mann oder mehr Non-Tuner-Monsters. 3 plus 9. Steht da irgendwas von Blackwing? Nein. Moment, warte mal, ich hab den ja auch im Extra-Deck. One Tuner plus one or more Non-Tuner-Monsters. Ich hab einen Tuner, 3 Sterne und einen Non-Tuner. Was sagt das Siegel von Orikalkos? Ah, fuck, der 3-Sterne-Empfänger sagt, alle anderen müssen Blackwing-Monster sein. Ah! Oh. Oh, du warst schlau, aber nicht zu schlau. Das ist cool. Ja. Egal, ich kann den jetzt noch specialen. Hörst du bitte auf, so viele Spezialbeschwörungen zu machen? Vor allem, du hast ja einfach einen Blackwing-Deck gebaut. Gehen ja einmal nur. Naja, ich hab halt alle Blackwings reingepackt. Ja, okay. Ach, das ist ja jetzt nervig. Dann muss ich jetzt meinen Kaiju opfern. Denkst du? Obwohl. Ja, doch, ist okay. Ja, ist okay. Ja, ich will ja, dass der weg ist, sonst, wenn ich jetzt Monster beschwöre, dann hat mein Abgrundschauspieler ja weniger Angriff. Und ich aktiviere die elektromagnetische Schildkröte! Battleface beendet. Na, ist sehr gut von dir. Ja, ne? Oh, guck mal. Stimmt ja. Was kann der? Er kommt wieder. In der Endface kommt er einfach wieder. Was? Echt? Lol. Doing the main face. This card on the... Doing your endface if this card is in your graveyard, you can special summon this card. Once per duel. Okay. Der kann das nur once per duel. Ja, deswegen ist er erlaubt in dem Format. I remember. Ja. Upsi. Oh, der Effekt ist auch nur once per Duel. Ja. okay. Cool. was kannst du denn? Hättest ihn einfach normal beschwören können. Ja, der kann ja auch ein gutes Monster normal beschwören. Aber der hat nur 1-7. Ja, ich weiß. Okay. Aber ich habe auch noch Win Conditions. Ich muss sie nur ziehen. Alles klar. Was eigentlich sein Once per Duel Effekt? Der kann sich im Friedhof man kann was zerstören, okay. Wenn man keine Karten auf der Hand hat. Nee, nicht deiner, meiner. Was ist das? Welcher deiner? Aha. Mein 2-Sternempfänger. Ach der. Die Frequentur Blackwing sind Monster können welches Karten. Ah ja, das wird auf jeden Fall passieren. Bin ich mir ganz sicher. Boah, ich glaube, den muss ich mir behalten, aber. Warte mal. Nee, komm, ich mach das. Den hab ich auch reingepackt! Ist das ein Empfänger? Nein, das ist ein Empfänger! Warum ist das denn ein Empfänger? Oh, cool. Was? Warum ist das denn ein Empfänger? Warte, du hast Fallenkarten? Ja, es gibt eine Fallenkarte. Oh, ich hab keine. Aber es gibt sie. Als ob du tatsächlich auch den magischen Hund drin hast, um das Siegel von Orikalkos zu countern. Oh nö, nicht der Kappa! Hallo.
Dann halt so. Once per turn, you can detach one existing material this card gains 1000 attack or defense. So you can play spell step. You can discard one card for certain. Ach, der ist nervig. Angriff. Nö. Ich habe doch noch meinen Schinkenretter. Rette mir meinen Schinken. Na gut. Oh, ich brauche jetzt ganz dringend meine Bossmonster. Das sind nicht meine Bossmonster. Okay, Mogmoe! Okay. Nein. Siegel brauche ich nicht mehr. Ja, das ist wohl wahr. Aber Kampfschaden kriegst du noch, oder? Nein, will ich krieg auch nicht. Auch nicht? Nur Battle Damage. No. Oh mein Gott, warum kriegst du denn eine Bossmonster raus und ich nicht? Tja. Das ist so nervig. Ich glaube, das kann ich nicht mehr gewinnen. Du hast alle weg schon geschützt. So, aktivieren. Wie kam ich überhaupt auf die Idee, dass Once per Duel Deck spaßig wäre? Ich weiß es nicht. Ich wollte es aber ausprobieren. Ich brauche einen Zweier-Nicht-Empfänger. Irgendwie ein Zweier-Nicht-Empfänger. Ich weiß nicht, ob es welche gibt. Doch, das ist den Bacon Saver. Ja, stimmt. Der wäre jetzt perfekt. Egal. Gehen wir erstmal in Angriff. Hier, so zack, zack, weg damit. Ja, ich glaube, das wird jetzt schwierig für mich. Ich glaube auch. Ehrlicherweise. Dann so. Mogmoe, komm wieder! Verstehen. Ja, ja. Ha, du kommst nicht rüber. Nee. Was ist denn das? Ach, das ist alles Müll. Okay. Interessant. Oh, das ist der Stufe 2. Nee, Stufe 1. Nein, das ist Stufe 1. Nein! Warum habe ich das getan? Ja, danke. Oh, ich habe auch noch den anderen gezogen. Egal, ich mache das. Oh, so. Scheiße. Ach, den hast du auch reingetan. Weißt du, was das bedeutet? Synchro Summon. Oh nein. Warum macht Paul alles, was ich machen will? Dotscaper. Was ist Dotscaper? Der kann sich einmal pro Duell vom Friedhof specialen. Was kann die? Oh ja. Ach fuck, ich zerstöre deine offene Karte. Du kannst einfach echt diesen scheiß Effekt aktivieren. Ich komme nicht drauf klar. Oh Mann, oh Mann. Wenn ja, also ich habe meine Bossmonster draußen und du? Ich hab nichts, nein. Wenn ihr übrigens noch so ein lustiges Duell sehen wollt, wir haben eins nur mit verbotenen Karten gemacht. Oh ja, das war verrückt. Ah, schön magischer Hund. Haben wir, glaube ich, sogar ein Best of Three gemacht, kann es sein? Ja. Ja, ich glaube, das kann ich aufgeben. Selbst wenn ich das Siege von Orikakos jetzt ziehe, kann ich nicht mehr gewinnen. Kann ich mir dann nehmen? Ja, okay, nichts. Ich hab verloren. Gott sagen. Aber das ist auch hier, das ist mein Deck übrigens. Ich bin gespannt, was du für eine Fallenkarte hast. Ich habe nämlich keine. Speedroid Duplicate. Es gibt ein paar Windmonster, deswegen. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich die spiele, aber ich weiß gar nicht mehr, was die macht. Banish one Windmonster from your graveyard and target one card your opponent controls, return it to the hand. Auch noch eine Möglichkeit, das Siegel wegzukriegen. Doing your main quest, disguise in your graveyard, you can target one level 2 or higher Speedroid Monster. Das funktioniert halt alles nicht, weil es das nicht gibt. Ja, aber okay. Dieses auf die Hand geben ist halt nicht ganz nett. Und es gab halt so ein paar Windmonster, ich glaube jetzt. Eins? Oder zwei? Eins? Auf jeden Fall dieser Behemoth, der zweiköpfige Behemoth, der ist Wind. Ja, deswegen dachte ich, ja. Oh. Start die Runde. Okay, second. Okay, das sieht doch interessant aus. Ein bisschen. Spiel deine erste erbärmliche Karte, Kümmel Paul. Ja, warte kurz, ich muss gucken, welches wird. Aber I guess. Na komm, machen wir das für die Lulz. Du hast keine Drawface! Oh yeah! Als ob du den echt drin hast, ich hasse dich. Einfach nur, weil es witzig ist. Oh mein Gott. Das ist na, wie witzig das an, keine Karte zu ziehen? Hört sich scheiße an. Ich mag das nicht. Fucking Joey.
Das hat dann nichts gebracht, aber ich fand's witzig. Okay. Doch, ich habe keine Karte gezogen. Ja, wow, okay. Aber ich habe 1100 Schaden bekommen und meine Norm ist damit verschwendet. Ja, ja, das ist auch kein Neid. Oh, beste Mann. Ingriff. Ja. Nicht der beste Mann. Oh, okay. Special Summon. Dino Wrestler Koela Silat. Yeah. Tributbeschwörung. Künstlerkumpel Splash Mammut. Oha, oha. Oh yeah, 1900. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was machst du jetzt? Das ist gar nicht gut. Was hat denn eigentlich für ein Monster-Effekt? You can Fusion Summon One Dragon Type Fusion Monster. Cool! Oh. Tada! Tada! Weißt du, was das bedeutet? Kappa! Pixies Beschwörung! Let's go! Hallo! Eigentlich sollte man seine Extra-Deck-Monster in die Extra-Deck-Zone packen. Weil, ach, why not? Macht doch keinen Unterschied hier. Hat man mehr Platz. Ja, theoretisch schon, aber ja. Aber ja, aber ja. Ja, ja. Ja, 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 du hast ja. Ich hab gleich ein Monster mit 2-4. Ich hab gleich ein Monster mit 2-4. Wir machen. Wie war das? Activate. Okay. Activate. Komm auf die Hand zurück. Mhm. Normal Summon. Ich meine, ja, du hast gleich ein Monster mit 2-4, ist ja auch schön. Ja. Set. Hm. Ja, ich möchte einen Effekt aktivieren. Jetzt hat er auch ein Sephiroth die Lied im Friedhof. Ja. Warum greifst du an? Warum nicht? Quatsch. Nein, das ist niemals Quatsch. Und. Ich hätte mein Mammut in Dev drehen sollen, glaube ich. Vielleicht. Ein Monster mit 2-4, sehr gefährlich. Weißt du, was noch gefährlicher ist? Ein Monster mit 2-9! No! Oh, ich bin so dumm. Wow. Entschuldigung, dass ich gelacht habe, ich fand's so lustig. Ich bin ja so dumm. Oh nein. Was soll ich jetzt nur tun? Ach scheiße. Das habe ich wieder voll vergessen. Ich glaube, das ist das erste Deck, was ich mit Siegel von Arikako spiele. Ja, das spielt man ja auch nicht wirklich. Es wurde halt im TCG komplett tot genervt im Vergleich zum Anime. Ja. Ich habe ein bisschen gefroht, glaube ich. Mhm. Ein bisschen. Oh, drei Stück davon. Let's go! Super Anti-Kaiju-Bomb-Machine, Mecha Thunder King! Was war nochmal der Effekt von Tazuka Knight? Ich glaube, wenn du keine Karten auf der Hand hast, kannst du den irgendwie, Special! Ich mach den Effekt. Und die Battleface beenden. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Ja, das tue ich echt ganz gut. Und du hast immer noch das Siegel, das heißt, es ist noch nicht vorbei für dich. Du hast immer noch relativ gute Karten. Nicht wieder das Siegel auf die Hand geben. Du hast 400 Schaden bekommen. Haha. So, dann greife ich jetzt deinen Mut an. Nö. Dann halt nicht. Mein Mut bleibt da, wo er ist. Warum ist der denn so wichtig? Der kommt nicht über meine Monster. Das ist mir egal, ich mag meinen Mut. Vor allem, weil er jetzt in Death liegt. Ja gut, jetzt komme ich nicht mehr über deine Monster. Let's go. Ach fuck, den darf ich gar nicht angreifen. Siege von Orikakos, genau. Egal, meiner kommt wieder, deiner nicht. Das ist wahr. Hihi. Aber ich pack ihn dahin. Verrückt. Ich weiß, crazy. Schwierig. Ich finde schön, dass die meisten. Was dein Monster ist. Dass die meisten Worts per Dual-Effekt da einfach komplett useless sind, so. Es ist halt viel Special Summon. Ja, das stimmt. Und das ist jetzt, so mittel-useful.
Na, aktivierst du den Effekt, um dir nichts aus deinem Friedhof zu hinzuzufügen? Nö. But I can attack now. Du auch. Haha. Da war ich vielleicht zu greedy, oder? Ich habe ja, einfach schon nicht aufgepasst. Aber es ist noch nicht entschieden. Ich hätte auch gerne mal das Siegel von Orikalkos. Das glaube ich. Komm, Wahrscheinlichkeit so von 1 zu 10, dass ich es jetzt ziehe. Ach komm, 2700. Der ist jetzt erstmal ordentlich. Das ist so Bullshit. Nein! Doch. Mein Elefant. Ach ja, Pendel. Vielleicht hast du ja noch eine Pendelbeschwörung. Bezweifle ich. Ich meine, ich kann dich schon mal da reinpacken. Schadet ja nicht. Was machst du jetzt? Tja. Ich kann nichts wirklich tun, das ist das Problem. Solange ich keinen Siegel habe. Beatstick Power! Jetzt hat dein Linker aber wieder weniger Angriff. Ja, aber ich kann zwei Monster von dir zerstören. Ja. Das ist mir gerade wichtiger. Gerade hattest du nämlich dein Dings in Death, das heißt, der Suke Knight konnte da genau zu dem Zeitpunkt jetzt einmal rüber. Ja, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Ja, dann hätte ich halt erstmal nur mit dem deinen Dings weggemacht. Ah, wieso habe ich gerade... Ich will auch mal was tun. Wir gehen auf Nummer sicher, falls da 2000er dabei ist. Haha! Ist es sogar. Ach, come on! Let's go! Ja, okay. Haja! Oh yes. Okay, jetzt hast du auch ein Siegel. Oh yeah. Ja, show me your moves. Der ist dick. Ich greife erstmal den an. Kleinen darf ich nicht angreifen. Wenn ich gerne würde. Was bringt mir das, wenn ich das noch nie? Nee, komm. Immerhin habe ich jetzt mal ein Siegel. Ja, das ist schon mal was. Den habe ich nicht reingepackt, aber gut, du hast auch Windmonster, also. Also, du hast die Feinkarte, deswegen ist es sogar gut für dich. Ja, sehr gut für mich. Was tust du da? Warum tust du das? Weil ich die Feinkarte. Ach, das ist, wenn ein Windmonster zerstört. Ach, vom Friedhof. Nee, ich muss nur eins im Friedhof haben. Oh, nö! Mein Siegel! Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das Siegel ist jetzt ein bisschen doof. Okay, das ist nett, dass du mir den wegnimmst. Weil ich den anderen nicht angreifen darf. Stimmt! Ich hab ja das Siegel, lol! Ja, oh du hast Gott, noch dein perfekt. Siegel! Das war ja perfekt! Mit Wachs und Siegel. Lol. Wie gut war das denn bitte gerade? Okay. Komm schon, magischer Hund! Yeah, ich sag schon mehr nichts. Wieso? Ich habe einen Designer im Friedhof. Aber den kann man sich nicht holen, oder? Ach nicht? Doch. Nicht ha. Yay! Oh, die Cider kann ja sogar den Effekt von Schwarzflügel Zephyros aufhalten, das ist ja ganz nett. Ja, kriegt man 400 weniger Schaden, cool. Ja, ist doch Schaden oder nicht Schaden, das ist hier die Frage. Ach, es kann doch nicht schaden, ach komm mal! Ich will keine Siege von Orikalkos mehr. Ja. Ah, das ist das, okay. Ich bin mir so unsicher, wie ich jetzt vorgehen muss. Aber ich glaube, ich muss jetzt einfach wieder dafür gehen, mehrere Monster von dir zu zerstören. Ja, die Sache ist halt, ich kann den Kleinen ja eh nicht angreifen, Curtain Razor. Genau. Das ist ja das Problem an der Sache.
Gott, ich hasse alles. Magischer Hund? Das ist nicht der magische Hund. Aber ich glaube, so kann ich mir ein bisschen Zeit erkaufen. Bis du wieder deinen Kaiju spielst. Mit etwas Glück habe ich jetzt gewonnen. Nein. Oh, lol. Ich habe irgendwie nicht gecheckt, dass du da gerade drin gut beschworen hast. Okay. Yes! Weg oh damit! No. Oh no. Finally! Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. So, hier, jetzt, boom! Erstmal verschwindest du. Ah, oh, der Hund ist so gut. Was du kannst, kann ich schon lange. Oh, und deiner kommt nochmal wieder. Oh, das ist so sad. Oh, wait. Oh, die können sich nicht gegenseitig zerstören. Ah. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Paz-Situation. Ich überlege gerade. Ich weiß nicht, was wir noch tun können. Gute Frage. Haben wir irgendwie... können beide kein Siegel mehr aktivieren? Das Synchromonster kann theoretisch noch beschworen werden, aber... Muss man halt auch als Mensch hinkriegen, ne? Deswegen, ja, ich glaube, du hast recht. Das ist, glaube ich, wirklich eine Paz-Situation. Ich glaube, wir werden kein anderes Monster auf über 2200 bekommen. Was machst du so jetzt? Synchromschwörung! Oh mein Gott, das dachte ich was. Der Tuner, das ist ein Tuner, der Medical Hund. Oh, das darf doch nicht wahr sein, Mann. Was kann ich aktivieren? Den dummen Schwarzwiegel im Friedhof. Zerstörung! Oh, wow. Oh. Oh, das ist so bitter. Ich kann ihn direkt aktivieren. Das kann ich jetzt noch aktivieren. Oh, nee. Der cannot be destroyed by card effects. Wer? Dein Typ. Achso. Ja, ich glaube, ich habe verloren. Gegen den kann ich nichts tun. Oh ja, stimmt, der kommt jetzt auch noch wieder. Lol. Hallo. Wow. Okay. Ja, gut. Ja, das ist vorbei. Yeah. GG, denke ich. Trotzdem für Duel durchgespielt, Leute. 100% aller Achievements, das Good Ending. Mhm. Hm. Ja, das, schreibt gerne auch Kommentare, was für interessante Duelle man machen kann. Nur mit Karten, die auf 1 sind. Nur mit Karten, die auf 2 sind. Wie viele Karten gibt's dann im Deck? 8? wenn du 6? Jede zweimal spielen kannst, dann 6. Yeah. Ach nee, warte mal, eins davon ist eine Extra-Deck-Karte. Oh, lol. Also es gibt ja, dann den Pot of Desires und Malicious. Wow. Und, auf 1 gibt es auch nicht 40 Karten, oder? Wenn wir sie alle auf 3 spielen, schon. Maybe. Naja, mal gucken. Naja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao. Tschüss.